Willkommen zurück, meine verehrten Zuhörer. Ich möchte, bevor ich zum eigentlichen Inhalt dieses Videos komme, mich vorab erst einmal ganz herzlich für die 5000 Abonnenten bedanken. Ihr seid wirklich großartig und ich bin echt glücklich, dieses Ziel erreicht zu haben. Jetzt wollen wir mal schauen, dass die nächsten paar Tausend auch in absehbarer Zeit dazukommen. Um das zu erreichen, wurde ich immer wieder natürlich auch gebeten, in den ein oder anderen Podcast als Gast zu kommen. Ich werde mal sehen, dass ich das die kommenden Wochen einstielen kann. An dieser Stelle gelobe ich schon mal, dass ich mich darum bemühen werde. Bleibt also gespannt, was dabei rauskommt. Kommen wir jetzt allerdings ohne weitere Umschweife zum geschichtlichen Teil. Nachdem wir das letzte Mal im wahrsten Sinn des Wortes an der Westfront stehen geblieben waren mit der Schlacht an der Marne, soll nun ein Schlaglicht auf den Osten geworfen werden. Um den thematischen Anschluss herzustellen, will ich zunächst die wichtigsten militärischen Ereignisse bis April 1915 zusammenfassen. Mitte August 1914 waren zwei russische Armeen über die Ost- und Südgrenze Ostpreußens vorgedrungen. In dieser Krisensituation übernahm der bereits pensionierte General Paul von Hindenburg die Führung der 8. Armee und löste den bisherigen Oberbefehlshaber General von Prittwitz und Gaffron ab. In bester Zusammenarbeit mit seinem Generalstabschef Erich Ludendorff gelang es am 28.08. bei Tannenberg, wie ich bereits in einem eigenen Video behandelt habe, die russische Narew-Armee General Samsonows vernichtend zu schlagen. In einer zweiten Schlacht vom 8. bis zum 11.09. erlitt auch die nördliche russische Niemen-Armee General Rennenkampfs an den Masurischen Seen eine schwere Niederlage und musste aus Ostpreußen weichen. An der galizischen Front entwickelte sich die Lage weniger günstig. Zwischen dem 11. und 15.09. musste sich das österreich-ungarische Heer über den San hinter die Wisloka bis auf den Karpatenkamm zurückziehen. Die neu gebildete 9. deutsche Armee, wiederum unter dem Oberbefehl von Hindenburg, eilte den bedrohten K&K-Truppen sofort zu Hilfe und in einer gemeinsamen Offensive glückte Mitte Oktober sogar der Vorstoß bis Warschau. Inzwischen aber hatten sich die russischen Heere zur voller Kriegsstärke entfaltet. Unter ihrem Druck blieb den Mittelmächten nichts als der Rückzug. Während die K&K-Truppen bei Krakau in Stellung gingen, versammelte Hindenburg seine Kräfte im Raum Posen-Thorn und schlug am 11.11. entlang der Thorner Weichsel gegen die beiden russischen Flügelarmeen los. Die erste russische Armee wurde auf Warschau zurückgeworfen. Die zweite russische Armee bei Lodz beinahe vernichtet, wäre nicht die 5. russische Armee zum Entsatz herangeeilt. Verstärkt durch Truppen von der Westfront bereinigte Hindenburg die Lage im Osten endgültig. Die Russen waren zur Umkehr gezwungen. Auch an dieser Front erstarrte nun alles im Stellungskrieg. Vom 7.2. bis zum 21.2.1915 glückte der 10. deutschen Armee ein erneuter Schlag gegen die Truppen des Zarenreiches. In der Winterschlacht in den Masuren konnte bei Augustowo die nördliche russische Flügelarmee vernichtet werden. Wenig später aber, im März, brach die österreichische Front ein. Der linke russische Heeresflügel hatte in den Karpatenschlachten gesiegt und sogar Przemysl besetzt. Immer weiter drängten die russischen Heeresmassen voran und im April näherten sie sich bereits bedrohlich der ungarischen Tiefebene. Brechen wir hier die Schilderung der militärischen Ereignisse vorerst ab. Bereits dieser kurze Überblick lässt jedoch die Möglichkeiten erahnen, die sich an der Ostfront für die Durchführung einer wirklich entscheidenden Operation boten. Doch nie reichte die Truppenstärke der Mittelmächte aus. In Anbetracht dieser Tatsache haben einige Kritiker Falkenhayns Entschluss, den Schwerpunkt der Kriegsführung im Westen zu belassen, als einen Fehler bezeichnet. War der Wunsch nach einem Prestigeerfolg an der Westfront zur Aufrechterhaltung der Truppenmoral wirklich der einzige Beweggrund des Chefs der OHL für eine solch weitreichende strategische Entscheidung? Wäre dies der Fall gewesen, so war die angewandte Operationsführung sicherlich nicht die richtige. Andere Motive müssen also vorherrschend gewesen sein. Gewiss hat Hindenburg mit seiner Einschätzung recht. Die deutsche Kriegsleitung konnte sonach beim Kampf im Westen sicher damit rechnen, die führenden Geister des Vaterlandes, ja das Empfinden des größten Teiles des Volkes auf ihrer Seite zu haben. Darin lag ein nicht zu verachtender moralischer Faktor. Im Grunde aber resultierte Falkenhayns Entschluss, die Entscheidung im Westen zu suchen, nicht aus der Überzeugung, dass hier der Sieg zu erzielen sei. Vielmehr war der Chef der OHL beständig von der Angst befallen, das deutsche Heer könne in den Weiten Russlands das gleiche Schicksal erleiden wie einst die Grande Armee Napoleons im Jahre 1812. Immer weiter in die Tiefen des russischen Riesenreiches hineingezogen, mussten die Truppen später an der Westfront fehlen. Es war nur die logische Folge, dass diese Einstellung einmal den Unmut des Oberkommandierenden für die Ostfront, genannt Oberost, erregen musste.
Hindenburg hat in seinen Memoiren zutiefst bedauert, dass sich Falkenhayn niemals ganz aus dem Banne der Erinnerung an 1812 lösen konnte. Er selbst hielt eine breite, moderne Offensive gegen Russland durchaus für erfolgversprechend. Mit den der Ostfront zugeteilten Kräften ließ sich allerdings keine Vernichtungsstrategie im schliefschen Sinne treiben. Falkenhayn versuchte später, die geringe Truppenzuweisung mit dem Argument zu rechtfertigen, ein Großteil der Kräfte sei für die Deckung der Westfront benötigt worden und Überschüsse für Sonderunternehmen habe man nur wenig gehabt. Dies sei von Oberost nicht berücksichtigt worden, weil die Führer an der Ostfront vom Umkreis und nicht vom Mittelpunkt aus urteilten. Es ist sicher richtig, dass die damals an der Peripherie agierenden Militärs keinen Überblick über die Gesamtlage hatten. Doch muss gegen Falkenhayn eingewandt werden, dass seine eigene Strategie an der Westfront mindestens genauso viele Kräfte verschlang, wie man für die Ostfront gefordert hatte. Die Divergenzen zwischen Falkenhayn und Oberost durchzogen das gesamte Jahr 1915 und erreichten ihren Höhepunkt im Sommer 1916. Wir werden in einem anderen Video darauf später zurückkommen. Vorläufig hatte Falkenhayn seine Strategie der wirkungsvollen Teilschläge, dank höherer Dienststellung und Rückendeckung durch den Kaiser, durchgesetzt. Mehrere Möglichkeiten, die Lage an der Ostfront vielleicht entscheidend zu bereinigen, blieben zu Beginn des Jahres 1915 ungenutzt. Mit dem Scheitern der französischen Angriffe im Artois vom 17.12.1914 und in der Champagne vom 20.12.1914 war im Westen auch die letzte Zuckung des Bewegungskrieges zum Erliegen gekommen. Die Schlachtenperiode des Stellungskrieges begann hier Mitte Februar 1915, wiederum in der Champagne. Der Erfolg indes blieb den französischen Angriffen versagt, weil weder die Anlage noch die Durchführung der Kampfhandlungen den neuen Verhältnissen ausreichend Rechnung trug. Man kann deshalb von einer weiteren Untersuchung absehen und wieder den Blick auf die Ostfront richten. Dort forderte die Kriegslage des Frühjahres 1915 erhöhte Aufmerksamkeit. Falkenhayn war nun doch gezwungen, vorübergehend den Schwerpunkt neu zu setzen. Die militärische Situation der K&K-Monarchie war mittlerweile prekär geworden. Durch die Einnahme der Festung Przemysl hatten die Russen ein Kontingent von 200.000 Mann freibekommen, dessen Einfall in Ungarn drohte. Hinzu kam eine unmittelbare Gefahr für die österreichische Südfront, da die Haltung Italiens immer deutlicher Kriegswillen signalisierte. Falkenhayn sah nun ein, dass erst im Osten Klarheit geschaffen werden musste, zumal die Bitten der K&K-Monarchie immer drängender wurden. Für die Angriffsvorbereitungen gegen Russland musste zunächst Zeit gewonnen werden. Die österreichische Regierung wurde angewiesen, mit Italien, das immer dreister die Abtretung Welsch-Tirols forderte, in Verhandlungen einzutreten und dabei auch vor weitgehenden Konzessionen nicht zurückzuschrecken. Den Armeen der Mittelmächte sollte der Rücken unter allen Umständen freigehalten werden. Ein frühzeitiger Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente konnte alles gefährden. Am 13.04. legte man den Ort Gorlice zwischen Oberer Weichsel und Beskidenfuß als Ausgangspunkt für die Offensive fest. Es ist lange gestritten worden, wem das Verdienst gebührt, diese strategisch günstige Stelle erkannt und auf einen Angriff bei ihr hingewirkt zu haben. General Hoffmann schreibt die Idee dem österreichischen Chef des Generalstabes Konrad von Hötzendorf zu. Sogar Kaiser Wilhelm II. Und Kriegsminister Wild von Hohenborn behaupteten später, die Schwachstelle in der russischen Front erkannt zu haben. Aus dem Depeschenwechsel vom 13.04. zwischen Falkenhayn und Konrad geht ziemlich eindeutig hervor, dass letzterer wohl schon vorher die günstige Angriffsstelle erkannt hatte, Falkenhayn aber dem Unternehmen klar seinen Stempel aufdrückte. Die Idee eines Durchbruchs als Operationskonzept entstammte also von deutscher und nicht von österreich-ungarischer Seite. Welches Ziel verfolgte der deutsche Chef des Generalstabes nun bei seinem geplanten Angriff? Er betrachtete es nach seinen eigenen Worten als Hauptaufgabe, den Verbündeten vom russischen Druck zu befreien. Eventuell anzustrebendes Endziel sei die dauernde Lähmung der russischen Offensivkraft. Leitender Gesichtspunkt war also die schnelle Hilfe, was nichts anderes bedeuten konnte, als dass sich Falkenhayn wiederum nur zu einem Schlag mit begrenzten Zielen durchringen konnte. Darauf ließ auch die Bereitstellung der verhältnismäßig geringen Truppenzahl von nur 8 Angriffsdivisionen schließen. Falkenhayn ließ es sich nicht nehmen, die Operation selbst zu leiten. Deshalb siedelte er mit seinem Stab von Charleville nach Pless in Oberschlesien um. Die für den Angriff neu gebildete 11. Armee unterstellte er nicht etwa Hindenburg und Ludendorff, sondern dem General von Mackensen mit seinem Chef des Stabes Oberst von Seegt. Dass diese beiden Maßnahmen natürlich Oberost brüskieren mussten, sei hierbei nur am Rande erwähnt.
Für das erfolgreiche Gespann der ersten Kriegsmonate war lediglich eine Ablenkungsoffensive in Litauen und Kurland vorgesehen. Ludendorffs Idee einer groß angelegten Zangenoperation von Nordpolen aus fand wieder keinen Anklang. Um das Gelingen des ersten Schlages so weit wie möglich sicherzustellen, wurde größter Wert auf einen hohen Überraschungseffekt gelegt. Ablenkungsmanöver aller Art sollten dies gewährleisten. Die deutschen Truppen trugen österreichische Uniformen und wurden nur zu Tageszeiten im Angriffsgebiet ausgeladen, wo die feindliche Luftaufklärung ungünstige Bedingungen vorfand. Auch verschickte man zum Schein Kontingente an andere Frontabschnitte. Ebenso diente ein größerer Angriff an der Westfront bei Ypern am 22.04., bei dem erstmals sogar das neu entwickelte Kampfgas eingesetzt wurde, der Verschleierung der Operation. Trotz aller Mühen war den Russen die deutsche Angriffsabsicht nicht verborgen geblieben. Sie hatten es allerdings verabsäumt, die bedrohte Frontstelle ausreichend zu verstärken. Ende April spitzte sich die Gesamtlage dramatisch zu. Britische Truppen waren auf der Halbinsel Gallipoli gelandet und hatten damit eine neue Front gegen die mit den Mittelmächten verbündete Türkei eröffnet. Man konnte davon ausgehen, dass damit Italien endgültig zum Kriegseintritt stimuliert war. Sofort legte man den Angriffstermin für die deutsch-österreichische Operation bei Gorlice für den 2.5. fest. An diesem Tag befanden sich die drei Angriffsarmeen, reichlich mit Artillerie versehen, in folgender Aufstellung. Bei Turskow im nördlichen Durchbruchsabschnitt stand die 4. österreich-ungarische Armee unter dem Oberbefehl des Erzherzogs Josef Ferdinand. In der Mitte die 11. deutsche Armee General Mackensens und bei Malastow die 3. österreich-ungarische Armee General von Borojewicz. Der 11. Armee war die Durchführung des Hauptstoßes aufgetragen worden, dem sich die 4. österreich-ungarische Armee anschließen sollte. Der 3. K&K-Armee fiel die Aufgabe der Flankendeckung zu. Sie musste der 11. Armee gestaffelt folgen. In den taktischen Anweisungen vom 27.04. betonte Mackensen vor allem die Notwendigkeit eines schnellen Angriffs. Darunter dürfe allerdings die Einheitlichkeit der Operation nicht leiden, um eine Flankierung zu vermeiden. Tagesziele wurden keine festgesetzt, um den Angriffstruppen keine unnötigen Fesseln anzulegen. Die Offensive der Mittelmächte begann am 2.5.1915 nach einem nur kurzen Wirkungsschießen der Artillerie. Innerhalb von 3 Tagen war der Durchbruch durch die 3 russischen Verteidigungsstellungen vollzogen. Die gesamte feindliche Front geriet ins Wanken und musste sofort zurückgenommen werden. Die Russen waren Meister in Rückzugsgefechten, verteidigten sich äußerst geschickt, immer wieder darauf bedacht, möglichst wenig von dem für sie fast unersetzlichen Kriegsgerät zu verlieren. Am 8.5. leisteten sie am Wislok erstmals wieder ernsthaften Widerstand. Die deutschen Truppen konnten ihn erst am 10.5. brechen und den Vormarsch nach Osten fortsetzen. Mit dem Erreichen der Linie San, Wischnia und Oberer Dniester sollte die Operation eigentlich abgeschlossen werden. Doch in der Hoffnung, gleich noch die Lage in der Bukowina, wo die 7. K&K-Armee in eine gefährdete Situation gekommen war, zu bereinigen, erlaubte Falkenhayn die Fortsetzung der Offensive über den San hinaus. An diesem Fluss allerdings kam der Angriff der 4. österreich-ungarischen Armee ins Stocken. Trotz bedrohter Position entschloss sich Mackensen dazu, die Festung Przemysl selbstständig einzunehmen. Das Unternehmen glückte am 3. Juni. Auf Drängen des Oberbefehlshabers der 11. Armee wurde die Offensive auch jetzt noch fortgesetzt. Der neue Plan sah ein Abschwenken der 11. Armee nach Norden vor, um der 4. K&K-Armee den Sahnübergang zu erleichtern. Aber dann war ein weiteres Vordringen in den Osten bis zur ausreichenden Entscheidung vorgesehen. Von den Schlägen der deutschen Truppen zermürbt, gaben die Russen am 13.06. auf der ganzen Linie nach und zogen sich auf die Verbindung Jano-Magiero-Dobnjowice zurück. In steter Verfolgung, die russischen Truppen bedrängend, durchbrach die 11. Armee am 19.06. schließlich auch diese Stellung bei Magiero. Die Aktion trennte die 8. von der 3. russischen Armee und Lemberg lag dem deutschen Zugriff von Norden her offen. Am 22.06. fiel die Stadt in die Hand der Mittelmächte. An dieser Stelle möchte ich die Schilderung des Durchbruches bei Gorlice-Tarnów abbrechen. Die anschließenden Operationen im Osten brachten zwar noch gehörigen Raumgewinn, aber keine operativen Neuerungen mehr. Es gilt nun vielmehr nach den Ergebnissen zu fragen. General von Mackensen resümierte rückblickend hierzu: Mit der Besitznahme von Lemberg und dem Erreichen der Straße nach Raworuschka war gewonnen, was mir als höchster Erfolg des Auftrages, den ich vor dem Durchbruch bei Gorlice erhalten, von Anfang an vorgeschwebt hatte. Nicht nur der taktische, auch der operative Durchbruch war gelungen. Die galizische Front der Russen war zerrissen. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, diese Behauptungen Mackensens kritisch zu hinterfragen.
Ist es gerechtfertigt zu sagen, dass in dieser Operation ein taktischer Durchbruch auch zu einem operativen Durchbruch ausgeweitet werden konnte? Ich möchte zur Beantwortung dieser Frage 4 Kriterien anlegen, um die Behauptung zu überprüfen. Die Ziele einer Operation lassen sich wie folgt umreißen. Erstens, Durchkreuzung des gegnerischen Planes und Zwang für den Feind zum Frontwechsel. Zweitens, Zersplitterung der feindlichen Kräfte. Drittens, Gefährdung des feindlichen Nachschubes. Und viertens, Bedrohung der feindlichen Rückzugslinien und Kraftquellen in der Heimat. Unzweideutig sind die ersten beiden Ziele erreicht worden. Was jedoch die Punkte 3 und 4 betrifft, so wird man sie kaum als verwirklicht betrachten können. Die Russen hatten zwar schwere Verluste erlitten, aber man hatte sie nur in einer Art Schneeballsystem auf ihre eigenen Nachschublinien und Eisenbahnverbindungen zurückgerollt. So konnten sie später die auseinandergefallenen Stücke wieder zu einem Ganzen verschmelzen. Sieg folgte auf Sieg, doch keiner brachte eine Entscheidung. Das bleibt rückschauend, das Ergebnis der deutschen Mai- und Juni-Operation im Osten. Der wohl ausschlaggebende Grund für die mangelnde operative Ausnutzung des taktischen Erfolges bei Gorlice dürfte in der geringen Truppenstärke der 11. Armee zu suchen sein. Es gelang eben nicht, die russische Front aufzurollen. Die dazu notwendigen Truppen hätten der Oberostfront entnommen werden können. Ludendorff aber hatte dies abgelehnt und für seinen Ablenkungsangriff sogar noch zusätzliche Truppen gefordert. Von der Sache her wäre die Abgabe von Kräften hinter die Durchbruchsfront sicher gerechtfertigt gewesen. Damit aber musste die Offensive in Litauen und Kurland fürs Erste zurückgestellt werden. Obwohl der Angriff bei Gorlice nicht den optimalen operativen Erfolg brachte, ist es dennoch verfehlt, ihn als Fehlschlag zu bezeichnen. Immerhin war es Falkenhayn gelungen, den Bewegungskrieg im Osten ein halbes Jahr lang in Fluss zu halten und dabei nicht unbeträchtlich Raum zu gewinnen. Russland war vorübergehend vollständig in die Defensive gedrängt und Ungarn gerettet. Die österreichischen Truppen hatten den Rücken frei für die Frontstellung gegen Italien, das am 24.05.1915 der K&K-Monarchie den Krieg erklärt hatte. Die Türken waren von der Gefahr einer russischen Landung befreit, Rumänien und Bulgarien blieben weiterhin neutral. Bulgarien trat sogar angesichts der deutschen Erfolge im Osten am 6.09.1915 auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg ein. Nicht zuletzt hatte auch die Politik mehr Spielraum gewonnen. Die deutsche Diplomatie ließ die günstige Situation für den Abschluss eines Sonderfriedens mit Russland allerdings ungenutzt verstreichen. Die Zeiten eines Otto von Bismarck lagen lange zurück. Frühjahr und Sommer 1915 stellten eindeutig den Höhepunkt in Falkenhayns Karriere als Chef der OAL dar. Er war die klar dominierende militärische Persönlichkeit des ganzen Bündnisses. Kaiser Wilhelm II. Verlieh ihm dafür den Schwarzen Adlerorden und rückte ihn so deutlich sichtbar an die erste Stelle im Heer. Mit dem Sieg bei Gorlice-Tarnow war die bisher kritischste Situation für die Mittelmächte erst einmal gebannt. Der Brandner hat allein Traut der Firmen Militäre. Die ist ganz tadellos gebaut, wenn's auch ein bisschen schwer ist. Die stammt zwar nicht von Doda, die stammt vielmehr vom Soda. Die Teile dieser Nymphe ist 36 Fünfe. Lang hat der Franzl nachgedacht, wohin die Hochzeit nach der Macht. Da plötzlich kam das Kriegsgebrauch und Franzl rief begeistert auf. Rosa, wir fahren nach Lutz. Rosa, wir fahren nach Lodz. Es geht direkt der Zug von Wien dahin, Burg fährt auch schon hin. Rosa, wir fahren nach Lodz.